liebe Leute von heut. Von morgen. Komme zu Haus, komme zu Haus. Habt keine Sorgen, habt keine Sorgen, habt keine Sorgen, habt keine Sorgen, habt keine Sorgen. Welche Sünden wir verkünden, welch Vergehen ist geschehen, welch Vergehen, welche Sünden, welch Vergehen, welche Sünden, welche Sünden, welch Vergehen. Macht und Gier, sie wurden Verlogenheit, Gepflogenheit, Verlogenheit, Gepflogenheit. Und all das hier, und all das hier. Und all das hier, und all das hier. Kurz das Spiel, das Ziel der Sturz. Übles Machwerk ward zum Lachwerk, übles Machwerk ward zum Lachwerk, übles Machwerk ward zum Lachwerk. Hört uns klagen, Bürger, lasst uns nicht verzagen. Bildet euch und werdet schlauer.
schauet alle noch genauer. Es begab sich aber zu der Zeit, im Jahre 2021, Anno Domini, dass der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Bundes-ÖVP führte, dass der Öffentlichkeit ein Bild der Erleuchtung eröffnet war. Dies Bildnis scheinet Licht auf die Beziehung zwischen dem Kanzler Sebastian K. und Thomas S., einem ambitionierten Mitarbeiter im Ministerium für Finanzen. Thank you.
doch eh alles gut. Und die Umfragen beeindrucken ihn nicht. Thank you.
einer von unseren machen. Das Projekt scheiterte dank Thomas und Sebastians intensivem Widerstand. Kläglich ein glorreicher Sieg. Planten sie angeblich gemeinsam die Machtübernahme Sebastian Kahrs durch das Fälschen der Umfragen in einer wichtigen österreichischen Zeitung mit dem Namen Österreich. Nichts ist bewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Weg war kein leichter. Er war steinig. Keine Probleme mehr.
Probedive Macht, sondern List. Danke, dass du mich gleich angerufen und betoniert hast. Das macht meine Freundschaft aus. Danke, 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 dass du mich gleich angerufen und betoniert. Und so kamen sich die beiden immer näher. Und eines Abends, als sie beieinander saßen und plauderten,
blickte Thomas dem Sebastian in die Augen und sprach: Diese alten Lippen sind so unerträglich. Keiner musste sich jemals einer Todeswahl stellen und den Schmerzen ihr sie liebten einander zum ersten Mal. Und sie
schließlich gab es kein Halten. Im Kampf gegen die übermächtige Kirche. Entfesselten sich ihre wahren Gefühle füreinander. Sie ergaben sich zur Gänze, zur Gänze. Zur Gänze, zur Gänze, zur Gänze, erreget vom Streite, gemeinsam, einsam, in Liebe vereinet. Nichts ist bewiesen, es gilt die Unschuldsvermutung. Super, danke vielmals!